Seit 1996 sorgt die Seat Sportschmiede für Autos mit Feuer unterm Hintern und versieht die spanischen Flitzer mit dem Beinamen Cupra, was sich aus Cup Racing ableitet. Jetzt mal kurz gerechnet, 96 bis 2016. Ja, es gibt was zu feiern. Müsste der 20. Geburtstag sein. Das schönste Geschenk, das machen die Spanier sich einfach selbst. Und zwar mit dieser kompakten Sportkanone hier vorne. Der Seat Leon Cupra 92 ist die bisher stärkste Cupra-Version überhaupt. Und wie der Name es schon sagt, 92. So viel PS hat er nämlich auch. 10 übrigens mehr als bisher. Und dann wollen wir direkt mal reinhüpfen und gucken, was der kleine Sportspanier so kann. Also kannst du sagen, was du willst, wenn sich ein Auto richtig geil anhört, dann macht das Fahren gleich doppelt so viel Spaß. Und der 92 hier, der hört sich richtig geil an. Warum? Weil man ihm eine neue Auspuffanlage verpasst hat. Die komplett überarbeitete Abgasanlage beherrscht nicht nur den dreckigen Drosselklappensound, sondern macht den 290 um 5 Kilogramm leichter als den 280, also seinen direkten Vorgänger. Obwohl der Sound in unserem SC, also dem Fünftürer mit 6-Gang-Handschalter, unterstützt wird von einem Aktuator, der etwas künstlichen Ton in den Innenraum gibt, schon echt Spaß macht, es geht sogar noch mehr. Wer das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ordert und dem Cupra richtig die Sporen gibt, der wird belohnt. Und zwar mit einem höllisch schönen Spratzen mit kurzen Zwischengasstößen, das es eben so nur im Zusammenspiel mit Automatik und Elektronik gibt. Kostet allerdings auch 1.700 Euro Aufpreis. Und die hört sich eben nicht nur gut an, sondern die kitzelt auch aus dem 2-Liter-Motor die extra 10 PS raus. Wie macht sie das? Indem sie die Drehzahl des Turboladers erhöht und damit dann eben auch die Gesamtleistung des Vierzylinders. So kommt der 290 auf eben kurz nachgedacht, genau, 290 PS. Das maximale Drehmoment bleibt wie beim Vorgänger bei 350 Newtonmetern, steht dafür aber über einen breiteren Bereich zur Verfügung, nämlich von 1700 bis 5800 Umdrehungen. Von 0 auf 100 geht er in 5,8 Sekunden, mit dem DSG ist er nochmal ein Zehntel schneller, Topspeed 250 km/h. Der Verbrauch liegt bei angegebenen 6,7 Litern. Wo man beim Benzinverbrauch tatsächlich landet, ist bei diesem Wagen aber eigentlich egal. Und wo man schon kein Benzin spart, sparen wir uns den obligatorisch süffisanten Kommentar zur Werksangabe. Für das volle Wumms-Erlebnis sollte man diesen Schalter hier vorne betätigen. Der Cupra 290 hat nämlich verschiedene Fahrmodi, Komfort, Sport, Individual und eben Cupra. Und diese Taste hier lässt das Biest dann von alleine. Das macht vor allem dann gute Laune, wenn man sich für rund 3000 Euro auch noch das Performance-Paket Michelin Pilot Sport Cup 2 gegönnt hat. Die 19 Zöller sind dann inklu. Genau wie eine Brembo 4-Kolben High-Performance-Bremsanlage. Mit den Puschen, die dem Paket seinen Namen verleihen, und dem elektronischen Sperrdifferential an der Vorderachse ist der 290 auch bei rabiater Kurvenfahrt immer noch gut beherrschbar. Selbst in dem jetzigen Cupra-Modus mit weit gespreiztem ESP bekommen die Räder immer noch bestmöglichen Grip. Was mir hier gleich auf den ersten Kilometern aufgefallen ist, ist, was für einen guten Seitenhalt die Sportsitze bieten. Trotzdem fühlt man sich nicht, auch ich mit meiner Leibesfülle, hier drin eingemauert. Das ist also schon ganz gut gemacht. Was man jetzt nicht sehen kann, das sind die Cupra-Schriftzüge, die hier in die Sitze nochmal eingezeichnet worden sind. Ist aber nicht das einzige optische Schmankerl, was den Cupra 290 als 290 kenntlich macht. Und so sehen sie aus, die Cupra-Schriftzüge im 290. Auch außen finden sich Schriftzüge wieder. Am Heck gerne mal ergänzt durch das kleine 290. Was auch gut gelungen ist, das ist der Spagat zwischen Komfort und knackigem Rennofen. Das Fahrwerk beispielsweise ist nicht zu straff und gibt genau wie die Lenkung eine super Rückmeldung, ohne so direkt zu sein, dass es anfängt zu nerven. Was aber nervt, ist der Drehzahlbegrenzer, zumindest beim Handschalter. Die volle Kraft steht nämlich erst am Ende des Drehzahlbandes, also bei knapp 5900 Umdrehungen zur Verfügung. Und bei 6500 greift dann schon der Begrenzer.
Wenn man also einen ordentlichen Sprint hinlegen will, muss man das Auto entweder sehr gut kennen oder ständig das Kombi-Instrument im Blick haben, um den optimalen Punkt zum Schalten zu finden. Ansonsten gibt es an dem Leon Cupra 290 kaum was zu meckern. Tja, da kann man nur noch mal sagen, herzlichen Glückwunsch und Gratulation zu den echt toll gelungenen Cupra 290. Und scheinbar auch ein kleines Geschenk für die Cupra-Fans. Der 290 ist nämlich gar nicht mal so teuer, zumindest wenn man das am Aufpreis misst. 890 Euro wollen sie haben für das 10 PS stärkere Geburtstagsauto. Das gilt dann für das 290er Einstiegsmodell. Der Basispreis des Dreitürers liegt bei 33.120 Euro. Den Fünftürer gibt es genau für 500 Euro mehr und den Kombi ST ab 34.750 Euro.